Willkommen bei der Noob Gaming Company, der Games and News Community. Dienstag ist wieder eine Menge los. Die Themen: Battlefield 3 Entwickler spricht über kommende Konsolengeneration. Im Rahmen der Entwicklermesse Game Developers Conference 2012 äußert sich Battlefield 3 Entwickler DICE zu den erhofften Systemanforderungen der kommenden Konsolengeneration. So müsste die Xbox 720 oder die PS4 laut Johan Andersen genau zwei Dinge haben. Die neuen Konsolengenerationen benötigen viel Arbeitsspeicher und einen leistungsstarken Prozessor. Je mehr sich davon in den Konsolen befindet, umso besser. Darüber hinaus fügt Anderson noch an, dass 8 GB Arbeitsspeicher für DICE ideal wären. Der Entwickler allerdings auch mit 4 GB arbeiten könne. Mit welcher Hardware die Xbox 720 und PS4 schlussendlich ausgestattet sind, ist bislang nicht klar. Mass Effect 3 bereits ein Zusatzinhalt in den Startlöchern. Für den Mehrspielermodus in Mass Effect 3 könnte es schon bald Zusatzmaterial geben. So sollen wohl bereits neue Klassen in den Startlöchern stehen. Wie Reddit von einer anonymen Quelle wissen möchte, gibt es wohl ein ganzes Paket verschiedener Klassen laut den folgenden Informationen, die angeblich von einem Entwicklerserver gezogen worden sollen. Es sollen folgende Klassen erscheinen: Guest Infiltrator, Batarian Soldier, Batarian Sentinel, Guest Engineer, Asarius Dikar und Krogan Battlemaster. Wann genau die Figuren erscheinen, ist unklar. Es wird spekuliert, dass demnächst angebotene Actionfiguren entsprechende Codes beiliegen haben. EA und BioWare geben zu den Gerüchten keine Kommentare ab. Mass Effect 3 ist seit dem 9. März 2012 für PC, PS3 und Xbox 360 verfügbar. Counter-Strike Global Offensive Demolition Modus vorgestellt. Zum Demolition Modus in Counter-Strike Global Offensive gibt es erste Eindrücke. Diese Spielart soll vor allem Einsteigern das Spiel extrem erleichtern. In der Beta-Phase gibt es für den neuen Demolition-Modus die Karte Lake Map und um ein idyllisches Haus am See kämpfen dann die Terroristen gegen die Einsatztruppen. Dabei könnt ihr zur Abwechslung mal keine beliebigen Waffen erwerben und auf der Karte nutzen. Stattdessen starten Terroristen mit einer AK-47 und Einsatztruppen mit einer M4A4. Wer einen Gegner in der Runde abschießt, startet dann mit einem P90-Gewehr. Anschließend gibt es je nach Abschüssen weitere Waffen, etwa eine Schrotflinte oder weitere Pistolenarten. Diese vorgegebenen Wechsel sollen vor allem Einsteigern, also potenziell unterlegenen Opfern, mehr Feuerkraft geben. Die vorgestellte Karte bietet wenig Raum für echte Manöver und umfasst daher recht kurze Gefechte. Nach 5 Runden wechselt ihr die Seiten und nach 10 Runden werden dann die Gewinner der Karte ermittelt. Counter-Strike Global Offensive soll voraussichtlich noch im Frühjahr 2012 für PC erscheinen. Call of Duty Elite 2.0 bei Activision in Arbeit. Activision arbeitet zurzeit an einer zweiten Version des sozialen Netzwerks Call of Duty Elite. In seinem Blog verriet Dan Amrich, Manager für soziale Medien bei Activision, einige Details zu Call of Duty Elite 2.0. So brauchen sich Spieler nicht ein weiteres Mal anmelden, um auf Call of Duty Elite 2.0 zugreifen zu können. Die neue Version soll laut Amrich lediglich einige neue Aktualisierung mit sich bringen. Call of Duty Elite 2.0 ist mehr eine Verbesserung zum bisherigen sozialen Netzwerk für Call of Duty Modern Warfare 3. Es hilft sich daran zu erinnern, dass Call of Duty Elite ein Service von uns ist und kein Produkt, so Amrich. Einen genauen Termin für Call of Duty Elite 2.0 gibt es bislang noch nicht. Gruselspiel Anna bekommt neuen Trailer. Zum Horror-Adventure Anna vom Entwickler Dream Painters ist ein Video veröffentlicht worden, das auf den kommenden Veröffentlichungstermin einstimmt. Im knapp 2 Minuten langen Video seht ihr zunächst ein verlassenes Haus in den Bergen, in dem es augenscheinlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Es folgen einige Szenen aus Anna, die mit einer gruseligen Musik unterlegen sind. Das Video verdeutlicht die äußerst beklemmende Atmosphäre des Horror-Adventures. Anna erscheint am 18. Mai exklusiv für den PC. Den ersten Trailer zu Anna könnt ihr unten in der Beschreibung finden. Unreal Engine soll große Rolle auf der Wii U spielen. Die Unreal Engine soll eine große Rolle auf der Wii U spielen. In einem Interview erklärte Mark Ryan, Vizepräsident bei Epic, dass er ein großer Liebhaber der Wii U sei und sich bereits sehr auf die Konsole freue. Ich mag die Wii U. Ich denke, die E3 dieses Jahr wird vielen Leuten die Augen öffnen, so Ryan. Darüber hinaus sprach er über die Möglichkeiten der Unreal Engine auf der Wii U. So gehe Ryan davon aus, dass die Unreal Engine sogar die Zelda-Demo von der E3 2011 alt aussehen lassen würde. Die Möglichkeit ist also gegeben, dass ihr auf der diesjährigen E3 mit einer neuen Ankündigung seitens Nintendo zur Wii U rechnen könnt. Die Wii U soll voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. CryEngine 3 – beeindruckendes Video veröffentlicht. Der Entwickler Crytek hat auf der amerikanischen Fachmesse GDC erste bewegte Bilder zur neuen CryEngine 3 gezeigt. Und nun ist auch ein offizieller Trailer zur Engine erschienen.
In dem fast 4 Minuten langen Video zeigt die CryEngine, was sie alles auf dem Kasten hat. Detaillierte Charaktermodelle, liebevoll gestaltete Umgebungen sowie filmreife Wasser- und Gesichtseffekte können schon bald für glänzende Augen bei Spielern sorgen. Außerdem könnt ihr in dem Video auch einen kleinen Blick auf den Mehrspieler-Ego-Shooter Warface und das Action-Puzzle-Spiel Fibble Flicking Roll werfen. Beide Titel werden auf dem sozialen Spielenetzwerk GeForce kostenlos spielbar sein. Warface und Fibble Flicking Roll sollen laut dem Video voraussichtlich noch 2012 erscheinen. Das erste Video zur CryEngine 3 ist unten in der Beschreibung zu finden. Battlefield 3, erstes Video zum Zusatzinhalt Close Quarters. Zum kommenden herunterladbaren Zusatzinhalt Close Quarters für Battlefield 3 hat EA ein erstes Video veröffentlicht. So seht ihr knapp 2 Minuten lang zahlreiche spektakuläre Explosionen und Schutzwechsel. Im Video seht ihr die Karte Cyber Towers aus dem kommenden Zusatzinhalt. Diese ähnelt stark an ein Bürogebäude. Das Video zu Close Quarters findet ihr unten in der Beschreibung. Der herunterladbare Zusatzinhalt erscheint voraussichtlich im Juni für PC, PS3 und Xbox 360. Im späteren Verlauf des Jahres sollen noch 2 weitere Zusatzinhalte erscheinen. Und nun die News des Tages. Und zwar heute mit Xbox Live Gamerscore verschwindet beim Einloggen. Zahlreiche Xbox 360 Spieler mussten in den vergangenen Stunden feststellen, dass ihre Gamerscore-Punkte bei Xbox Live zurückgesetzt wurden. Bislang ist noch nicht bekannt, warum der Gamescore bei vielen Spielern zurückgesetzt wird. Microsoft äußert sich via Twitter an alle Betroffenen und rät, das System Kachel zu löschen. Darüber hinaus empfiehlt Microsoft, dass sich betroffene Spieler ihr Spielerprofil erneut herunterladen. Die Probleme mit den Gamerscores ist Microsoft bereits bekannt und der Hersteller arbeitet bereits an einer Lösung. Sobald es neue Informationen zu diesem Thema gibt, erfahrt ihr das selbstverständlich bei uns. Das waren die Themen vom Dienstag. BF3 mal wieder dabei und Probleme bei Microsoft mit dem Xbox Live Gamer Score. Ja, es wird auf jeden Fall weitergehen. Bleibt immer am Ball. Euer Zockerjan.